Ach, Digga, ich wurde schon wieder rausgeschmissen und dieses Mal sogar als McDonalds-Arbeiter. Wie geht's was? Aber wir sind nicht arbeitslos und ich krieg hier meinen Job, selbst wenn ich gegen die Tür schlage. Oh shit, was geht? Ich dachte, oh, ich bin böse. Nein, ich bin nicht gekommen. Sind Sie Staatsanwalt? Nein. Ich suche nur einen Job seit Jahren. Nein, nicht. Dann holen Sie hier wirklich Arbeit. Alles ist hier noch klar, denke ich. Okay. Ich suche schon Jahre einen Job. Ja, dann spreche ich schon wieder. So. Und Sie hat eine professionelle Arbeit gemacht, aber... Ja! Kommen wir zu den Regeln. Also, erklären Sie mir mal kurz hier die Regeln, bitte. So, die Regeln sind ganz einfach. Sie stehen an Tür. Und was muss ich da machen? Einfach an der Tür stehen? Ja. Sie müssen natürlich annehmen, das Wichtigste, Klopapier mehr wert als Mäuse. Ah, also Klopapier sollte ich jetzt lieber nehmen, wenn Sie es mir anbieten, als Mäuse. Ja. Die Logik. Egal, es ist jetzt so. Sie kriegen ein paar Geschenke für Notfall, falls passiert einen Scheißunfall. Und die wären? Zum Beispiel, Sie kriegen meine Business-Knarre. Sehen Sie das? Ja. Gut, Sie kriegen. Dankeschön. Und ganz, ganz böse Werkzeug, Nippelvergewaltigung. Ganz böse, nichts gut. Woher stammt der Name? Er kommt von Vergewaltiger 3000, er hat diese erfunden. Und er wollte das als Waffe. Okay, nehme ich an. Hier kriegen Sie Knick. Ja, so, jetzt haben Sie Ihre Waffen. Knick. Und Sie kriegen noch meine sexy Business hier. Ihre Brille. Und. Warten Sie, warte, Handschütteln. Oh ja. Und jetzt, Sie kriegen das wertvollste Stück. Keine Ahnung, man sieht es nicht gut. Sie kriegen meine Business-Krawatte. Business-Krawatte? Ja. Das können Sie nicht tun. Doch. Und vielleicht, wenn Sie wollen, meine Haarreife. Aber egal. Sie kriegen Business Krawatt hier bitte erinnern. Oh shit. Fuck. Business Krawatt? Ja. Egal. Ja, Handschütteln, das war's für heute. Sie dürfen jetzt arbeiten. Daumen. Daumen spielen. Ich liebe dieses Spiel. Haha. Scheiße, sie sind zu gut. Fuck. Oh, hallo. Haben seinen Zutritt verweigert, solange sie sich nicht bezahlen können mit Mäuse oder wenn sogar Klo. Ja. Wollen Sie mich verarschen? Ja. Ich bin der reichste Mann mit Stift am Bug. Was? Ich. Okay, Deutschland. Ich bin der reichste Mann in deutscher Stiftsammlung. Was eine Stiftesammlung? Oh ja. Die allergrößten in der Welt. Jetzt bin ich die Fabrik. Nur damit ich endlich in diese Kampf reinkommen, mein ganzes Leben kann, mit in diesem Club. Mein Club hat zu einer Jugendlichen Weise. Das ist zu mitgegreifen, wo du nicht willst. Okay, sorry. Es macht trotzdem Spaß. Oh shit! Oh, hallo. Der Club-Eintritt kostet erstens 50 Mäuse, außer Sie haben Klopapier, eine Klopapier, vielleicht auch. Wollen Sie Benjamin Klohaus oder was sagen? Nein, ich habe viele. In der Tat reicht ein Jahr dafür aus, dass Sie einen Zutritt haben für
4 Stunden und 12 Minuten. Doch, ja, ich gehe den 3 Stunden nicht eintreten. Ich will ihre Krawatte. Eine Krawatte? Geben Sie das Geld her und gehen Sie weg. Meine Mäuse. Gehen Sie weg. Meine Mäuse. Ich liebe Mäuse. Ich das liebe. Da war ich mir für besser auf. Ein paar Mäuse muss ich ja auch bewahren. Hallo. Hallo. Kann ich eintreten? Entweder 50 Mäuse oder Klopapier. Oh nein, ich habe 49,99 Mäuseschein. Zutritt bei der Verwaltung. Haben Sie zufälligerweise noch Klopapier dabei? Oder sehr nicht. Natürlich ist mein Mensch. Ich muss dir das nicht. Ich krieg noch meine 49. Ah. Das klingt gut. Sie haben es getrennt. Okay. Danke. Ich hasse diesen Job. Und was bist du für ein Depp? Ich hasse diesen Job wie noch was. Reinkommen Sie übrigens mit 50 Mäuse oder eine Klopapierrolle. Wollen Sie Luft? Zur Luft? Nein, Luft tut mir nichts. Nee, ich hab nichts. Doch, ich glaube, ich hab was. Doch, na dann. Haben Sie da? Ich hab einen Jiggy Jaka Jackson, aka Chuck Chuck. Wollen Sie? Chuck Chuck. Buchstaben. Slurpy Swans? Dort habe ich einen Deckel. Das ist nicht so gut, okay. Den Deckel behalten, weil ich muss da kurz was los. Ich bin ja essen. Gerade fertig gewesen, deswegen. Ich komme gleich wieder. Also triff ich mit dir. Genau. Aber nur für 2 Stunden, 22 Minuten, 22 Sekunden und 44 Sekunden. Also nicht besser. Hallo? Genau. Tschüss. Du kannst jetzt mit mir nach Hause. Ja, ja, ja. Ich will nicht mehr trinken und mehr verbluten. Moin, hab ich einen Zopfer drin? Ich hab hier Mäuse. Die Mäuse reichen zwar aus, aber minderjährige haben nicht den Zutritt hier. Leider ist er minus 27 Jahre alt. Was mit ihm, Freddy Mary? Ich hab den Cash. Die gehört zu mir, die kommt für das Schenk von. In minus 20.000 Jahren. Was tut mir? Was tut mir jetzt? Mutter. Spaß haben. Willkommen bei Bodyguard, was wollen Sie bestehen? Ach, Sie sind es. Hallo. 50 Mäuse oder Klopapier? Ihr Job. Was? Also, Knick. Sie haben es verbockt. Was? Was habe ich denn falsch gemacht? Sie standen
An der Ausgangstür. Nein, stimmt nicht. Sie standen an der Ausgangstür. Ja und? Was habe ich denn jetzt für eine Schuld dafür? Sie haben sie durch die Ausgangstür reingelassen. Ja, geht doch auch. Als es ein Feueralarm ging, hast du niemanden rausgelassen. Also sagst du es mit Mäusen oder Klopapier. Ja, so macht man doch noch mehr Kohle. Ich will sie einfach nicht ansehen. Sie enttäuschen meinen Job. Ja gut, aber ich habe ja bestimmt noch eine zweite Chance bei Ihnen. Einen Scheiß haben Sie. Marke. Beide. Haben Sie den einen verschwendet? Ja, vielleicht. Kaufen Sie mir. Nein. Waffe. Jetzt meine. So. Meine. Jiggy Jagger Jackson, bitte. Woher wissen Sie davon? Ich hab oben einen Balkon. Ich gucke, was Sie machen für eine Scheiße. Aber das schmeckt so gut. Sie haben ihn zu Nasenbluten Jiggy Jagger Jackson verwandelt. Ja, warum, geben Sie her. Warum wollen Sie ihn sonst? Weil es ihn nicht sein darf. Sie haben so den nicht verdient. Passt nicht. So, jetzt das Heiligste. Ihr verdient. Nein, das Klopapier. So, und jetzt. Krawatte und Brille. Nein. Sofort. Krawatte und Brille? Ja. Das können Sie doch nicht machen. Aber sowas von. Nein. Okay, was mit Ihrer Miete? Jetzt. Raus, da ist die Tür. Och, Mann. Da ist die Tür.